ein eindeutig schnelleres Reittier. Man kann damit schneller von anderen. Das soll schneller sein, es ist viel schmächtiger. Ja, aber dadurch auch leichter. Die Beine sind nicht unbedingt schlechter als die des anderen. Wie viel von diesem Metall wollten Sie haben? 1000. Wow, war es nicht 100? 1000. Okay, Sie besorgen uns den Druiden und wir schauen, dass wir dieses Metall zusammenbekommen. Captain Phasma, Sie haben Ihre Mission gehört. Dann werde ich mal schauen, dass ich den Druiden hergerichtet kriege. Oh, Captain Phasma, passen Sie auf, dass Sie nicht runtergeworfen werden. Ich konnte mich gerade so darauf halten. Gut, Stream geht jetzt halt ein klein bisschen länger noch. Wir können uns noch ein Droide ergattern. Schnell. Läuft der Stream ein bisschen weiter? Ich hab da irgendwas im Himmel gesehen. Das war nett so. Ja. Wer ist nett, was er da getrippern gerade? Aber er hat's schön weggespielt. Also, ich hab halt direkt, ne? Ich hab auf dem Server gleich, dass du Schmuggler weißt, ey, da hinten läuft gerade was, was nicht in Ordnung ist. Ghetto Boy, willkommen im Stream. Ja, du hast schon mal gleich den richtigen Befehl, Inge. Aber der Server ist nur so lange online, wie auch ich den Stream anhab. Also, wir sind jetzt eigentlich gerade, wollte ich schon Schluss machen, aber dann kam jetzt diese Aktion, dass der uns nochmal am Haus besucht hat. Schnapp da einfach mal Ausrufezeichen Discord. Dann hast du mal Discord-Channel. Dort tue ich immer wieder früher poste, wann ich wieder das nächste Mal streamen. Oder du machst halt einfach nur die Follower und wartest halt ab, bis du die Benachrichtigung aufs Handy bekommst. Dann startet meistens der Server. Das dauert dann so 5 Minuten, wenn ich den Stream anhab. Dann ist der Server online. Und dann kannst du joinen, ne? Aber du hast da ja auch schon mal den Modlist-Link gelost. Oh, warum werden der nicht richtig angezeigt? Das sehe ich jetzt erst. Da muss ich nochmal gucken, warum das nicht funktioniert. Aber da kannst du das hier rauskopieren, ne? Hat bestimmt funktioniert. Gut. Ich warte jetzt noch mal auf die Aktion da mit dem Metallbeschaffe. Und Phasma ist ja schon unterwegs. Ich kann mich so lange mit eigentlich unterhalle. Das ist halt der Vorteil als Streamer. Gut, ich habe das ja ein bisschen mit der anderen abgesprochen, dass ich da öfters mit den Leuten quatschen muss und so. Deswegen ist die Position des Imperators ganz gut für mich. Ich schicke die Leute auf Missionen und kann in der Zeit dann kurz mit euch quatschen und wenn die dann wieder zurückkommen, habe ich wieder den Roleplay ist auf. Deutsch ist schwer, ne? Und es ist spät, ne? Wieso ist der Server nicht dauerhaft online? Es ist ein Roleplay-Server und ja, du bist ein Verunglückter, der mit einer Rettungskapsel auf dem Server joint und du musst dann dich erstmal vertraut machen, bla bla bla, du kennst die Tierwelt nicht, bla, es wäre doof, wenn du auf einmal, wenn ich dann morgen wieder komme zum Streamen, ich dann ankomme und du auf einmal mit einem T-Rex vor mir stehst, weil du, gut, wärst du wahrscheinlich nicht machen, aber ich sage jetzt einfach nur als Beispiel, ne, ich will das jetzt nicht auf dich alles beziehen, sondern ich nehme es einfach nur als Beispiel, weil du gefroht hast, ne. Nicht persönlich nehmen. Wenn du jetzt die ganze Nacht durchzockst, ne, und dann bist du morgen mit einem. Was war das für ein Geräusch? Ich hab kein Sturmtruppler. Moment, ich muss mich erst in Sicherheit bringen. Komisches Geräusch. Und zwar, du zockst die ganze Nacht durch und dann komm ich morgen wieder von meiner Arbeit heim, du das Stream inrichtest, komm online und dann stehe ich mit T-Rex vor meinem Holzhütchen. Das möchte ich nicht. Ich will einfach, dass so der Server immer der gleiche Stand hat wie ich. Und deswegen ist der Server nur online, wenn ich stream. Ne, und ist halt so. Ich lasse jeden joinen, der sich hier im Stream das Passwort holt, können alle joinen. Und dann zocke, solange wie der Stream läuft. Ist eigentlich immer recht lang. Ich habe jetzt heute um 20 Uhr habe ich gestartet und der Server läuft immer noch. Ich bin jetzt gerade mal bei Holzstrukture. Ich habe mal Lichtschwert gebracht, krieg, das ich leider verloren habe in der Rettungsaktion. Ich musste mich per Rettungskapsel auf den Planet flüchten, während mein Raumschiff auf dem Weg zum Todesstern abgeschossen wurde von den Rebellen.
Und ich habe keine Zeit, mal mein Lichtschwert noch zu retten. Ja, bin dann per Fallschirm gefallen und jetzt, wo mich Captain Phasma gefunden hat, ich habe immer mal wieder Leuchtpistole abgeschossen, dass mich meine Sturmtruppler finden. Aber zuerst hat mich dieser Johnny Sky, den man jetzt gerade nochmal gesehen hat, er hat mich leider zuerst gefunden und das ist ein heimischer Bewohner des Planetengewässt. Nur um euch nochmal so Wiederholung von dem heutigen, was alles abgegangen ist. Von ihm konnte ich dann ein bisschen Informationen sammeln, wie man dieses heimisch bewohnte Tier von sich überzeugen kann. Und ich konnte mich gerade so noch an die Konstruktion für diese Halterung auf dem Tier erinnern und konnte es anfertigen. Aber ich hab mir so echt ein paar Prototype. Da ist viel Letter drauf gegangen, bis ich die Konstruktion nachbauen konnte. Derzeit. Damit der Link funktioniert, jo. Mal auch schon gedacht. Das stimmt auch, wenn du nicht zockst und ich dann zock, weil du nicht zum Stream kommen konntest, dann könnte ich dich überholen. Das stimmt auch. Deswegen sage ich ja, schnapp da mal meinen Discord-Link, dann würdest du im Vorfeld wissen, wann der nächste Server Arc Stream startet und könntest dich vielleicht im Private drauf instellen, dass dann online kommen solltest, weil dann gerade Stream ist. Wie sage ich, knapp da Gottlink, dann früher die Infos hättest. Hatten X has follow. Hast du mich nicht schon gefollowed? Da kein Alert kommen, oder? Geht nämlich. Es ist einfach besser so fürs Roleplay. Ich möchte das Roleplay nicht kaputt machen. Es ist da erlaubt, falls du joinst, du musst nicht zu mir kommen und Imperial spiele. Du kannst dich natürlich der Rebelle anschließen. Ich habe auch keine Kenntnisse bis jetzt, ob Rebelle hier auf dem Planeten sind. Weil mein Schiff wurde ja von denen abgeschossen. Ich weiß nicht, ob der Todesstern mit der Verteidigung das Schiff abschießen konnte. Aber er hat jetzt schon zweimal Schiffe abgeschossen, seit ich hier gestrandet bin. Das sieht man ja immer schön in den Meldungen. Und einmal haben wir sogar ein Rebellenschiff über dem Wald abstürzen gesehen. Es kann schon sein, dass Rebelle überlebt haben und hier auch auf dem Planeten. Hallo? Jemand da? Ich gehe nicht raus ohne Captain Phasma, also. Steht einer? Sieht er das? Hallo, ist da jemand? Mal kurz mit Macht fühle. Scheint kein Machtnutzer zu sein. Hallo! Halten Sie Abstand! Tür zu. Ich wurde von meinen Schmugglerkollegen geschickt. Ich habe ein Angebot für. Wer ist Ihr Schmugglerkollege? Wer sind Sie genau? Der liebe Sky hat mich geschickt. Kenne Sie nicht, Sie könnten jeder sein. Vielleicht haben Sie unser Gespräch vorhin verfolgt. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Lassen Sie Wollen mal hören. Sie einen Druiden kaufen? 250 Gold. Na gut, Metall. 250. Doch nimm ich 1000. Leider bin ich nicht im Besitz. Ich habe meine Truppen losgeschickt. Für 250 Metall. Lass da raus. Kriegen Sie einen Druiden. Bedroht Sie die. Bedrohen Sie etwa meinen Wer sind Dorf? Sie? Das ist. Das hat Sie nicht zu interessieren, wer ich bin. Ihr zielt auf einen unbewaffneten Mann. Und das mit der Bola, das steigert natürlich noch die Preise.
abgemacht war, dass wir den Druiden erst besichtigen können, bevor wir ihn kaufen. Das haben sie mit meinen Kollegen ausgemacht. Den für weniger uns anbieten. Das ändert nichts daran, dass er wertlos ist, wenn es nicht ein imperialer Druide ist. Meine Druiden sind von der besten Qualität. Und natürlich nur imperiale Ware. Was machen Sie denn hier? Gehört er zu Ihnen? Verräter. Sagst du? Du gehörst doch zur Rebellion. Ich gehöre zur Rebellion? Ach, was willst du mir vorgaukeln? Du gehörst zur Rebellion. Seht ihn euch doch an! Captain Phasma, haben Sie beide im Visier? So schwach! Nein, leider nur einen. Schwach? Wo ist Ihre Waffe? Sie haben nicht mal eine. Weil Sie hier abgestürzt sind, wie alle anderen. Dann legen Sie das Feuer weg. Ich steck dich in Flammen! Boko! Nehmen wir mal als Mann. Könnten Sie vielleicht Ihren... Danke. Was geht hier ab? Der ist immer noch in der Gegend. Fass mal, helfen Sie ihm. Bleib zurück. Genauer Ziel, nicht so viel Munition er verschwenden. Ein Fehler, wenn ihr mich tötet. Was geht da ab? Kann er das überleben? Ich glaube nicht, aber lieber nachgucken. Man weiß es ja nie so genau. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so viel Life habe, dass ich sage, ich könnte Machtsprung machen, aber na, lieber nicht. Gucken wir mal, Une! Sieh nicht, das ist der entlarvte Druide! Vielleicht sieht ne Captain Phasma, das ist doch ein imperialer Druide. Würde mich schon mal interessieren, wie man die tamet, aber das gilt es halt beim nächsten Mal rauszufinden. Es macht Geräusche, sagt sie. Gut, ich höre das hier, weil sie neben mir sitzt, ne, aber... Der dort. Ich glaube, Captain Phasma hat da unten etwas gefunden. Ich kann es nicht genau erkennen. Hey, bitte? Was haben Sie gesagt? Captain Phasma scheint da unten etwas gefunden zu haben. Ich erkenne es nicht genau. Ja, besitzen Sie ein Fernrohr oder so etwas? Nee, leider nicht. Ja, mein Lord, dort unten laufen Droiden herum. Imperiale? Ja, Mausdroiden. Konnten Sie den Zugangscode? Nein, ich konnte den Zugangscode leider nicht knacken. Er könnte umprogrammiert sein. Wussten Sie, dass Sie mich fast erwischt haben? Oh nein, es war eigentlich ein blauer Schuss. Deswegen ist Avoko auf Sie losgegangen. Dann war das nicht so gewollt. Es tut mir leid. Mein Lord, ich denke, der Handel mit diesem Mann ist nicht mehr länger nötig, denn der andere hatte den Druiden dabei. Der die Klippe runtergesprungen ist? Ja, ich habe seinen Körper... Ist es ein Imperialer? Ja, es ist ein imperialer Druide. Nun, mein Freund. Ich kann Ihnen aber bestimmt noch andere Sachen anbieten. Da gibt's noch viele Dinge, die man hier in der Welt finden kann und wobei ich Ihnen helfen kann. Was denn zum Beispiel? Wie wäre es mit einem großen, starken Tier? Wir sprechen hier mit einem Machtnutzer. Überlegen Sie sich gut, welche Angebote Sie mir machen. Was wollen Sie denn sonst haben? Haben Sie etwas, was Ihnen besonders auf dem Herzen liegt? Weitere Männer! Werde ich Ihnen schnellstmöglich stellen können. Ich werde gucken, was ich machen kann. Ich brauche weitere Leuchtpistolen. Dann werde ich auch da schauen, ob ich da was machen kann. Ich werde bestimmt einige finden. Ich kann ja mal kurz gucken, vielleicht habe ich sogar welche dabei.
Streck ihn nieder, kriege ich im Chat gesagt. Noch einige. Hier, die können sie erstmal kriegen. Die sind zwar blau, aber ich hoffe, das stört sie nicht weiter. Ich soll eine Niederstrecke. Männer da echt mehr brauchen und eine Nimi. Hopp, schnell schreibe. Wollen Sie sonst noch etwas haben? Ich werde bestimmt noch weitere finden. Los, ich kann das Roleplay nicht so lange unterbrechen. Hopp. Ich gehe kurz in mich. Kommt, Jungs. Was? Niederstrecke oder weitere Informationen rausquetsche? Ich kann bestimmt auch super für Sie kundschaften. Er könnte nützlich sein, Leute. Er ist heimisch auf dem Planet. Er wäre vielleicht Sache, wo man noch rausfinden gilt, müssten. Komm. Schatten X, macht ihn fertig. Was ist denn das? Wer ist das? Was macht der hier? Er zieht ihn wieder hin. Was war das? Das muss ein Schatten gewesen sein. Eine Machterscheinung. Wo kommt der auf einmal her? Was ist das? Das. Dieser. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Entschuldigen Sie bitte. Tötet es! Der Machterschmuggler, sozusagen. Mein Magazin klappt. Warte kurz zu, bitte. Ganz Ruhe, bitte. Ganz ruhig. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Entschuldigen Sie bitte diese zwei Schmuggler sozusagen, die unter meinen Diensten stehen. Ich bin sozusagen Nesos. Man nennt mich auch den Schmugglerkönig sozusagen. Ich beherrsche die Macht dieses Planeten. Und ich habe sozusagen mitbekommen, dass meine zwei speziellen Schmuggler hier ziemlich Blödsinn gemacht haben. Und sie gestört haben bei ihrer Rettung sozusagen, wo sie hier gelandet sind. Abgestürzt sind. Er ist unsterblich, ganz toll. Hologramm. Wow, das ist jetzt aber echt Notlösung. Sind Sie ein Hologramm? Richtig. Ich bin sozusagen eine Kopie meines Selbst, nur jetzt als Macht dargestellt. Ein Hologramm, das sein Partner niederschlagen kann. Man könnte sagen, ich bin auch ein Geist der Macht, die diesen Planeten bewohnt. Wow, jetzt, wow. Oh, da muss ich danach im Stream zusammenstauchen. Wie Sie sehen, ich kann mich hier frei bewegen. Durch Sie durch, durch Ihre Hütte. Dieses Hologramm ist natürlich nur dargestellt durch die Machtnutzung meiner. Dann nehmen Sie mal Ihren Schmugglerkollegen hier mit. Ja, das werde ich. Also ich möchte mich noch entschuldigen einmal bei Ihnen. Ja, ich weiß, dass Sie hier gestrandet sind, unfreiwillig, sage ich mal. Und dass meine zwei Kollegen hier nicht gerade sehr freundlich zu Ihnen waren, wie ich bemerkt habe. Richtig? Nun ja. Sky? Sky war bis jetzt sehr hilfreich. Ja, der Kollege sozusagen ist etwas spezieller Natur, sage ich mal. Aber Sie wussten sich ja zu wehren. Und wie ich sehe, ist die Macht auch sehr stark in Ihnen. Ich bin der dunkle Lord persönlich. Achso, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Entschuldigen Sie die Unhöflichkeit natürlich. Ich bin, wie schon gesagt, Nesos, König der Schmuggler. Er zielt auf dich. Wer dann? Der andere. Wie ist Ihr Name? Darth Sidious. Ein sehr imposanter Name. Ich habe diesen noch nicht vernommen auf unserem Planeten. Und das ist Captain Phasma. Guten Tag. Sehen Sie im Himmel den kleinen Mond? Ah, Sie meinen diese Kugel, die dort schwebt, ja? Die ist mir neu. Sie ist erst seit kurzem da. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich sag's mal so, es ist kein Mond. Ah, gehört, ist das sozusagen ein... Ich weiß nicht, ist das von Ihnen? Ja. Wie nennen Sie es denn, diesen Mond? Beziehungsweise mondähnliches Objekt. Dafür habe ich noch nicht genug Vertrauen zu Ihnen. Hologramm.
Entschuldigen Sie, ich habe gerade technische Schwierigkeiten gehabt mit meiner Macht, einem sozusagen Desinfektion, der Macht, eine Machtstörung. Welche schießen ab? Mann! Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen? Ich habe noch nicht das Vertrauen zu Ihnen, Hologramm. Wie ich Ihnen schon sagte, ich bin der König dieser Insel. Ich kann alles Mögliche Insel. Machen, was ich möchte. Und ich bin derzeit Insel. Noch sehr freundlich zu Ihnen, weil ich Sie noch willkommen heiße. Nicht mal verbeugt hat er sich vor dir. Ja, er ist Ihr Hologramm, wie soll denn das gehen? Auf jeden Fall brauchen wir Ihre Dienste nicht mehr. Wir haben bekommen, was wir wollten. Was haben Sie denn bekommen, wenn ich fragen darf? Das können Sie Ihren Schmugglerkollegen fragen, der da unten liegt. Oh, jetzt hat er auch noch Waffen. Dies ist mein Schmuggler. Dies ist kein Schmuggler. Wer bist du? Du bist nicht der, der unten liegt. Ich bin... Sie verwechseln mich. Ich gehöre zu Ihnen. Captain Phasma, wir nutzen Nein. die Chance, dass Sie sich streiten und verziehen uns in die Behausung. Doch. Sie sind kein Schmuggler. Sie sind ein Rebell. Sie sind ein Spion. Nein. Bleiben Sie... Los, schlafen Sie und kommen Sie mit in mein Gefängnis. Planet nervt, kann weg. Feuer den Planeten weg. Solange ich auf dem Planet bin, kann ich doch den Planet nicht abschießen. Nutzen Sie den Zerstörsender. Das Hologramm kann schießen. Ja, ich musste doch jemanden nach dem Stream zusammenstellen. Wie ich Ihnen schon sagte, ich bin ein Hologramm, der Macht. Man kann mir nicht vor mir, nicht von vorlaufen auf meinem Planeten. Ich habe diesen Spion der Rebellen, die auch hier gelandet sind, die ich schon vor längerer Zeit, auch schon seit etwas längerer Zeit bekämpfe, da sie sehr unfreundlich zu mir waren, und habe ihn jetzt in mein Gefängnis gebracht. Gut, ich mache an der Stelle Stream zu, weil es wird zu viel gerade. Metagaming-Betrieb. Wir sehen uns zum nächsten Stream, wie gesagt, im Discord joinen und denke mal, das war ein, dann wissen wir, wann ich das nächste Mal streamen und bis dahin, ciao, ciao, haut rein, denke, möge die Macht mit euch sein, bye, hoffe, bye, meine Sturmtruppler, bis zum nächsten Stream. Mit diesem Wissen.